Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Herger, mein Name. Ich habe vor, mal gucken, am 9.3. eine kleine Online-Fortbildung anzubieten, und zwar zum Thema Passivität oder Apathie. Man könnte auch sagen, in Ruhe lassen. Ja? Das Ganze ist so ein Stück weit der Fragestellung geschuldet, wo sind eigentlich die Grenzen der Aktivierung? Wir haben ja ein sehr aktivitätsorientiertes Verständnis der alten Arbeit, und das kommt bei manchen Verfassungen, nicht nur palliativ, sondern auch schon zuvor, an seine Grenze. Viele Menschen wollen einfach nicht mehr. Also eine Abnahme von Denken, Fühlen, Motorik, Interaktion. Man will einfach von all dem hier nichts mehr wissen. Und dann ist so die Frage, wie geht man damit um? Also es kann natürlich sich auch um einen Zustand handeln, der im Rahmen der Depression oder eines hypoaktiven Delirs zu verstehen ist, aber es ist nicht immer so eindeutig. Und Pflegende nehmen das eher relativ gut und gelassen hin, Angehörige drehen da schon ganz schön am Rad. Also die finden die Passivität schwer zu ertragen. Ja, also die Frage ist, auf der einen Seite hat der Klient natürlich ein Recht auf seine Passivität, auf der anderen Seite aber auch ein Recht darauf, dass man vielleicht alle möglichen Versuche unternimmt, um denjenigen zu aktivieren. Also wie kommt man da raus? Zum einen ist es vielleicht ein Zeichen des freien Willens. Ja, also dass man im Grunde genommen von der Welt nichts mehr wissen will. Da gibt es in der Literatur so eine Idee, sie nennt sich Gerontotranszendenz, ja, so, also eine Abschiedlichkeit von der Welt und den Menschen. Auf der anderen Seite kann man fragen, hat ein Mensch in der Depression oder im hypoaktiven Delir wirklich einen freien Willen? Also ist es eher ein nicht mehr können und nicht mehr wollen. Über diese Fragen möchte ich mit Ihnen so ein Stück weit in Kontakt kommen und Möglichkeiten überlegen, wie man also mit Menschen, die immer passiver werden, gut pflegerisch im Kontakt sein kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dafür interessieren, auch für andere Angebote, die wir in der Akademie so zur Verfügung stellen. Ich fände es spannend und würde mich freuen, wenn Sie es denn mal versuchen. Bis dahin, alles Gute Ihnen, bleiben gesund, Ihr Christian Müller-Herge.